Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier am 13. Tag. Ich habe schon mal oben hier ein paar Schrauben und ein paar Nägel geholt und den Kompass gemacht. Ja, das muss ich leider jetzt so anfangen, weil die Aufnahme zwischendurch irgendwie nicht funktioniert hat und mein letzter Save-Punkt halt hier war. Ich hatte dann gesaved und hatte mir was zu essen genommen. Und jetzt schauen wir hier einfach nochmal rein, wie es hier aussieht. Wir haben also noch was zu essen dabei. Trotzdem ist unser... Ja, das ist okay. Also das ist okay. Den Kleinen nehmen wir hier mit. Den nehmen wir heute mit. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken für die ganzen Hinweise, die ich bekommen habe. Unter anderem mit den verdorrten Hölzern, dass man die, oder diese kleinen verdorrten Bäume, dass man die fällen kann. Da bekommt man Sticks raus. Dann mit dem Wasserflaschenback, als auch mit dem Sticksback im Ofen. Wie gesagt, sollte es passieren, dann ist das halt so. Dann, ja, dann machen wir halt Neues rein, dann ist das so. Na, auch meine Wasserflasche ist jetzt gerade wieder leer. Aber was soll's. Ja, wir würden jetzt als erstes was trinken. Und ich würde das mal mit den Sticks kurz ausprobieren. Das sind ja hier die verdorrten Bäume. Und Rambazamba. Jawohl, klappt wunderbar. Vielen Dank nochmal. Und ja, weißt du was, wenn wir schon hier sind, dann machen wir das so. Habe ich eigentlich die Angel mitgenommen? Ich wollte doch angeln. Natürlich haben wir die Angel nicht dabei. Oh, wow. Das ist ja wieder prickelnd. Wenn der Hunger bekommt, unser Kleiner, dann wird es wieder kritisch. Naja. Ach, es ist auch kein Verlass, ne? Kein Verlass auf die Menschen. Okay, ja, ich wollte gerne nochmal zu den Lärchen. Und zwar auch für diesen Tipp nochmal danke, sowas. Da soll noch ein Bauplan rumliegen. Ich bin zwar der Meinung, ich hätte da was aufgesammelt. Aber das kann natürlich auch ich jetzt verwechseln mit den anderen Bauplänen. Auf alle Fälle machen wir uns da nochmal auf den Weg. Denn wenn das nämlich das Zelt sein sollte, dann wäre das absolut prickelnd, weil ich eigentlich gerne mal ein bisschen länger unterwegs sein will und dann auch das Zelt nutzen will. Sofern, wie ich das informiert bin, hält das ja nur 2 oder 3 Übernachtungen. Aber das sollte ja für uns erstmal reichen, dass wir etwas vorankommen. Jetzt muss ich mal schauen, wo das war. Hier war das. Ich glaube dahinter, ne? Wir können ja mal auf die Karte schauen. Hm, geradezu. Okay, ups. Ja. So können wir das machen. Ja, wie gesagt, den Kompass habe ich gebaut. 3 Nägel, 2 Schrauben waren es, glaube ich. Das war okay. Ein bisschen was haben wir noch an Ressourcen. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir hin müssen. Wo war denn hier der? Immer noch geradeaus, okay. Ein bisschen was haben wir noch an Nägeln und Schrauben, aber wir bräuchten diesbezüglich auch dann irgendwann mal wieder Nachschub. Da wir ja bestimmt auch noch was anderes bauen müssen. Ja. Was ich leider schmerzlich vermisse, sind irgendwie Lampen für drinnen. Denn ich würde mir es abends doch gerne etwas bequem machen, gemütlich. Und das heißt eben auch ein bisschen Licht. Vor allen Dingen, dass ihr auch was seht, aber das ist leider nicht möglich. Zumindest nicht momentan. Also, wir werden einfach mal hier durchs Gelände schweifen. Und dann hoffe ich, dass wir das hier finden. Einfach mal ein bisschen schauen. Das hier. Weißt du was? Einen kann man ja mal mitnehmen. Ne? Und ich würde das jetzt essen. Vielleicht hätte man noch eine Sekunde warten können. Dann wäre der besser voll gewesen. So, wir machen erstmal hier das Außen, die Außenumrandung und dann gehen wir noch mal ins Detail zwischen die Bäume. Ja, dann ist mir das wohl nicht aufgefallen. Wie gesagt, ich war zwar der Meinung, ich hätte das abgeerntet alles hier. Aber wer weiß, wo der sich versteckt. Sehen tue ich nicht. Sehen tue ich nicht. Na eben, ich kann dich ja eigentlich auf Erkundung schicken, ne? Entschuldigung. Weißt du was? Ich nehme mich mit. Ja. Also, würde ich mal sagen, so gesehen, sehe ich gar nichts. Aber das muss ja auch nichts heißen, ne?
Gut, also wir schauen nochmal hier in die Runde, ob hier irgendwo was leuchtet. Nein. Dann machen wir das jetzt nochmal hier konsequent am Rand. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ist nur die Frage, wo wir hier rauskommen. Ne? Wenn hier nämlich wir irgendwie beim Bär rauskommen, ist das auch blöd. Aber ja. Übrigens, ich nehme diese Folgen leider aus Zeitgründen immer ein bisschen im Voraus auf. Somit kann es sein, ich antworte zwar sofort, wenn ihr euch irgendwas schreibt, ne? Wenn ihr da mir Tipps und Tricks gebt, aber ändern kann ich das dann eben meistens erst später. Da werde ich nicht wundern. Einen kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz. Ja. Heute habe ich es wieder irgendwie im Hals, ich weiß auch nicht. Also ich bin der Meinung, dass ich das geholt hätte. Oh, was sehe ich denn hier? Das nehmen wir mit. Jetzt muss ich überhaupt mal schauen, wo wir hier auf der Karte überhaupt sind. Aha. Ups. Okay. Tja, also ich würde sagen, ich habe das geholt. Da muss ich mir das nochmal anschauen, wo ich bei den Lärchen das erste und das zweite Mal war. Selber nochmal anschauen, denn ich hätte gedacht, ich habe das mitgenommen. Ja. Na, geht dir's gut? Alles klar? Okay. Na, dann komm mit. Ich hoffe, du bist nicht zu hungrig, mein Guter. So, wie viel haben wir denn? Sind wir schon zwei drüber. Ich esse dich mal. Und auch dich. Ja. Also ich würde mal sagen, ich habe das mitgenommen. Ansonsten, wenn ich sowas übersehe, ist es kein Problem, dass ihr mir sowas sagt. Vielleicht nur eine ungefähre Richtungsangabe wäre manchmal prickelnd. Oh, wenn ich allerdings an einem Ort noch nicht war, dann den Hinweis sehr dezent halten oder vielleicht drauf verzichten. Ne? Ja. Und ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Ja, also hier habe ich nichts gefunden. Aber gut, dann ist das so, ne? Was haben wir denn jetzt? Wir haben 8 Stück. Ja, das könnte ich noch mitnehmen. Das brauche ich nicht. Ein Hirsch? Oh, ein Hirsch? Ich glaube, wir haben noch nie einen Hirsch gesehen, oder? Also hier im Spiel zumindest. Schön. So, schauen wir mal auf die Karte, wo wir sind. Ja, das passt soweit. Da können wir hier runter gehen. Und hier rüber. Jawohl. Aber wir können noch mal was schauen gehen, denn ich hatte nämlich noch mal eine Anfrage wegen der Kalkhöhle. Das ist hier, zum Beispiel bei der ist es hier zu sehen und bei der ist es jetzt hier drüben. Und wir sind die ganze Zeit hier rumgeeiert und hier ist dann der Eingang. Na, und wenn wir da jetzt hier rechts abbiegen würden, ihr könnt das ja mal machen, wird nicht allzu dunkel werden. Und das ist hier Moos. Ne? Das war Sumpf, nicht Sumpf, Stumpf, vom Stumpf das Moos halt. Ne? Oh, schön. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo wir sind. Ja, wir können hier ein bisschen hier vorne rumgehen. Ja. Ne, das will ich nicht mitnehmen. Das ist dasselbe, ne? Ja. Das ist zwar zum Kochen, ist das zwar gut. Aber ich mag das jetzt nicht haben wollen.
Ja, gut, dann hätten wir das geklärt. Also das muss ich wohl dann schon geholt haben, wenn das dort irgendwo gelegen haben soll. Ich bin auch von Anfang an der Meinung gewesen, dass ich das eigentlich schon habe, aber manchmal weiß man ja nie. So, und jetzt schauen wir nochmal auf die Karte. Wir sind hier, also wir müssen noch ein ganzes Stück geradeaus. Jetzt ist die Frage, ob das der günstige Weg war, weil hier ja irgendwie der Bär dann war, ne? War hier nicht der Bär? Ich erschrecke mich so leicht, wenn der jetzt hier auftaucht. So, wir ducken uns mal ab. Und ich guck noch mal. Also gerade runter, da müssten wir also hin. Ich hoffe, wir haben Glück. Ansonsten lösche ich die Folge und wir machen eine andere. Da drüben ist eine Rübe. So, ich glaube, da ist der Eingang. Da muss die Höhle sein, aber ich will die Rübe noch haben. Hier drüben ist eine Rübe. Die hole ich mir noch. Die Rüben sind gut. Sehr gut. Und da ist unser Höhleneingang zum Kalk. Das ist das, was wir gesucht haben. Und wie gesagt, ich hoffe, dass hier nicht der Bär in der Nähe ist. Genau, da ist er. Hallo? Ich tue dir nichts. Brauchst keine Angst haben. Was haben wir denn noch am Plätzen? Okay, den hätten wir nicht einsammeln brauchen. Die blaue Perlenhöhle. Naja. Haben wir denn unsere Pike mit? Nö. Aber wir gehen mal gucken. Vielleicht finden wir noch eine Blaupause hier. Hier wird ja wohl nicht gerade der Bär schlafen. Aber das ist die, die wir gesucht haben. Und die, die wir nicht gefunden haben. Da ist auf alle Fälle eine Blaupause. Sehr schön. Dann hat sich der Ausflug doch heute gelohnt. Und Kalk brauchen wir momentan sowieso nicht. Können wir also wieder zurückkehren. Ja. Also ich weiß es nicht, ob der Fuchs auch was anderes ist. Der stand ja da, dass er am liebsten Fisch ist in verschiedenen Varianten. Das heißt aber nicht, dass er jetzt das andere nicht auch isst. Also von daher. Na, wisst ihr Bescheid. Ich nehme hier einfach noch was mit, solange wir noch Platz haben. Sollte das, glaube ich, nicht das Problem sein. Müssen wir schauen, links und rechts. Bin mir gerade nicht so schlüssig, wo wir sind. Also, ob das hier Bären verseucht war oder nicht. So, es wird kalt. Wir müssen nach Hause. Bist du noch da? Ja, na dann komm. Es geht nach Hause. Ich finde es trotzdem ein super Spiel. Sehr schön von der Grafik her. Wie so, naja, ein bisschen so Comic hat es was, aber auch ja, irgendwie anders. Es ist nett. Es ist mal was anderes als die anderen Spiele und das macht es irgendwie gerade zu etwas Besonderem. Aber wie es immer ist mit besonderen Sachen, tja. Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Okay, dann sind wir zu Hause. Dann einmal rein hier in die gute Stube. Komm mal, Guter. Komm rein. Jawohl. So, und du kannst hier... Ja, du legst dich hin, genau. Sehr gut, das ist das, was ich will. Close. Okay. Gut. Unsere Werte sind natürlich hier jenseits von Gut und Böse. Deswegen nehme ich das mal rüber und ich würde sagen, ich esse das und dann trinken wir noch was und dann legen wir uns erstmal hin und sehen wir uns morgen früh wieder. So, gutes Nächtle. Ja, und da sind wir am Tag 14. Guten Morgen, Fuchsi. So, wie sieht's aus? Unsere Werte sind okay. Ich werde erstmal hier die Hölzer abwerfen. Das passt nicht mehr rein. Dann nehme ich das raus. Das nehme ich raus. Das nehme ich raus. Das nehme ich raus. Okay. Dann, nee, das tun wir oben rein. Was haben wir hier noch? Das haben wir noch. Und der Kompass ist gut und schön, aber bin mir nicht so sicher, ob wir den brauchen werden.
Was haben wir denn hier Schönes drin? Okay. Ich glaube, das werde ich hier mit reintun. Das ist so ein bisschen Pflanzenzeug. Gut, da haben wir das auf alle Fälle schon mal. Das sind allein 5, 6 Slots, dafür 7 Slots, wenn ich das mitnehme. Oh, Wahnsinn. Naja. Okay, wir gehen als erstes mal schauen, was wir jetzt hier gestern für eine Blueprint gefunden haben. Und es ist das Zelt. Ja, es war das Zelt. Sehr schön. Wir brauchen 4 Seile und 6 Stöcke. Das sollten wir ganz locker zusammenbekommen. Das müsste hier sein, ne? 4 Seile waren es, glaube ich. Halt. Und 6 Stöcke. Ja, brauche ich den Kompass? Brauche ich die Spitzhacke? Ich glaube nicht. Die Angel bräuchte ich und den Dietrich brauche ich. Wobei, das kann man später mal irgendwie anders machen. Aber die Angel brauchen wir auf jeden Fall. Und ja, ich mache jetzt erstmal das Zelt. So. Einmal halt, mir fehlen noch Sticks. Sticks haben wir hier. 6 Stück. Sehr schön. Ja, ich bin gespannt. 1 und craften. Okay. Gut. Dann schauen wir mal bei den Inventaren. Was steht denn hier? Okay. Oh, dreimal können wir es benutzen. Okay, sehr gut. Dann ist es doch was. So, dann tun wir das auf die 4. Das kommt auf die 3. Wasser haben wir noch. Da können wir was trinken. Jawohl. Ich glaube, wir müssen uns was zu essen machen, ne? Ich nehme mal hier ein paar Sticks. Das. Ich tue das mal ganz kurz zurück hier. Und dann würde ich erstmal ein bisschen was verheizen. Das ist immer gut. So, dann müssen wir heute an den Fuchs denken. Dass wir da... Ja, wenn ich das so mache. Haben wir noch was Kleines? Ne, das kommt zurück. Hat wieder so eine lange Kochzeit, aber na gut, dann ist das so. Inventar ist voll. Sehr gut. Tu mal die raus. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Sehr schön. So, das nehmen wir auch raus. Sehr gut. Wie sieht es bei uns im Inventar aus? Okay. Ja, würde ich sagen, machen wir noch eins hier. Was bringt das? Okay. Was bringt die Rübe? Eins davon. Eine Rübe und so eine Beere, ne? Was bringen die Pilze? Machen wir mal sowas. Inventar ist schon wieder voll. Wahnsinn. Okay, dann tun wir das mal rüber. Wir nehmen das hier raus. So, dann war das einmal Pilz. Einmal Rübe. Machen wir. Ja, dann kriegen wir hier das ein oder andere halt weg, sage ich mal. Dann haben wir wieder Platz im Lager, beziehungsweise in der Kiste. Und das ist auch nicht schlecht. Prinzipiell werde ich in Zukunft trotzdem immer alles mitnehmen. Aber
Müssen wir halt dann auch mal schauen, dass man da... So, jetzt muss ich mal schauen. Da könnte man noch einen Stick reintun. Nö, das hat gepasst. Gut, dann ist der auf alle Fälle, wenn das ein bisschen da drin weg ist, ist auch nicht so schlimm. Und wir haben wieder jede Menge Essen. Das ist echt toll. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Das ist ein gutes Essen, gutes Essen, gutes Essen. Das ist alles gutes Essen, okay. Dann geht das und das rüber. Das geht alles rüber. Wow. Wir nehmen mit die Axt, die Angel, die Wasserflasche, den Kompass. So. Okay. Nee, die nehme ich mit. Gut, kommst du mit, mein Guter? Hm? Willst du mir folgen? Ja? Wie sieht es denn überhaupt aus? Hast du Hunger? Oh, du bist hungrig. Du, wir gehen angeln. Wir gehen angeln. Ich habe die Angel dabei. Die ganz große. Komm, wir gehen schnell angeln. Sog ich dir was. Ja, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich der beste See. Ich könnte mir vorstellen, aufgrund der Größe der Karte gibt es bestimmt woanders noch einen schönen anderen. Werden wir dann entdecken, wenn wir den Ausflug machen. Ja. Und dann ist es das. So, ich trinke trotzdem mal ganz kurz was. Und dann rüste ich mal die hier aus auf die... Die kommt auf die 2. Die kommt auf die 3. Und dann nehmen wir mal die 3. Stelle ich mal ein bisschen hier rüber vielleicht. Das war das letzte Mal keine schlechte Position. Und wir gucken mal. Okay. Na? Komm, jetzt mein Fuchs hat Hunger. Nein, das ist jedes Mal dasselbe. Hammerhart. Ja, mit dem Angel, ich finde es nicht so einfach unbedingt. Na toll. Ja, tut mir leid, ich übe noch.
Tja, ob wir den Fuchs lange halten können. Okay, ich darf wohl nicht ganz so weit nach rechts, wenn der dann. Ja, wunderbar, so geht's also. Okay. Na gut. So, warte mal, mein Guter. Hier, hungry. Pappen, pappen. Und? Bist du der Gute? Sehr schön. So, aber wir machen das nochmal. Wir müssen das ein bisschen üben. Na komm, hier. Okay, also langsam kriege ich das raus, aber. Ja, muss. Bin mit Gefühl. Ich muss da also ein bisschen mitgehen, okay? Sehr schön. Okay, würde ich sagen, da haben wir auf alle Fälle schon mal ein bisschen Fisch für dich. Und weißt du was? So viel Zeit haben wir ja sowieso nicht mehr. Ich mache nochmal hier einen Versuch. Die Sonne geht unter und ich denke, dass wir das auf die Schnelle hinkriegen und dann gehen wir zurück. Dann sollte das für die Folge heute gewesen sein. War ja mehr oder minder heute erfolgreich. Okay. Das Fischhaut. Krass. Das ist ja krass. Weißt du, da machen wir noch einen. Komm, einen noch. Ja, schön. Okay, cool. Und wie sieht's bei dir aus? Alles gut? Ja, willst du mal gestreichelt werden? Jo, bist du ein Feiner? Komm, wir gehen nach Hause. Ach, niedlich. Du, da haben wir zwei, drei Fisch im Vorrat. Ich hoffe, der wird nicht schlecht. Aber ich gehe mal nicht davon aus, denn unser Essen wird ja auch nicht schlecht. Dann müssen wir uns ums Angeln erstmal keine Sorgen machen. Wenn wir ihn mitnehmen auf die große Runde, sollten wir vielleicht mehr Fisch mitnehmen. Aber, ja, wir haben das jetzt erstmal. Und für die nächste Folge lasse ich mir was einfallen, was wir machen. Vielleicht machen wir schon den Ausflug mit dem Zelt. Dann wären wir drei Tage unterwegs, vier Tage, weil wir ja das Zelt dabei haben. Und dann läuft das. Gut, einmal hier rein. Und dann würde ich sagen, soll es das schon gewesen sein? So, ich tue mal den Fisch hier rüber. Die Gräten und das. Das Zelt tue ich mal dahin. So, ist hier noch was drin, was wir... Nö, aber wir haben vielleicht ein Essen, was wir dann morgen früh essen können. Und da würde ich sagen, ich schaue mir das mal ganz kurz an.
Das ist ein gutes. Das ist okay. Das ist auch ein gutes. Das ist okay. Das ist okay. Also das erste und das dritte. So, das erste und das dritte. Und von mir ist auch das. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zu Bett und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne ein Däumchen und dann gute Nacht. Macht's gut. Ciao, ciao und auf bald.